Dann 3, 2, 1, los. Wind von links anscheinend. Ja, ich merke es gerade. Oh Junge, er eiert aber wieder ordentlich heute. Okay, und hoch in der Kiste. Oh, hier geht's jetzt eigentlich. Ja, war so eine Böe, ne? Ich habe einen Schlag bekommen plötzlich. So, Fahrwerk rein, Klappen rein. Langsam drehen Richtung 100 nach rechts. Warte, ich warte noch auf dich. Alles gut. Und ich gehe ein bisschen vom Gas. Melde uns mal an. Geht zweimal, ich gehe ein bisschen vom Gas, deshalb gesagt, ein bisschen langsam. Ja, ein Kannst du bisschen mal ist gut, Schirmkorb ey. lesen? Ja. Fahrwerk und Klappen raus, damit das klappt, ey. So, ich lasse den Turteltäubchen mal ein bisschen Platz. Ja. Nicht verkacken hier. So, wir sind durch. Autopilot rein, wir bleiben so ein bisschen in der Linkskurve. Hier ein bisschen aufs Gas, wieder so 310 Knoten. Und sag mal eben Bescheid. Texaco 11, Code 51, thanks for the gas. Pushing magic. Code 5 flight, push 10 left. Und links vom Grid Kanal 10. Ist drin. Gehen wir so 020 raus und sind wir auf Abfangkurs. Ja. 3, 2, 1, hopp. So, damit ist er auch gewarnt. Flieg mal Richtung 035, dann fliegen wir noch ein bisschen auf ihn zu. Ja. Ich glaube, ein bisschen Platz haben wir noch zur Grenze. Ein bisschen Abfangkurs. Nochmal mehr Abstand, dann können wir ihn in die Zange nehmen, falls es hart auf hart kommt. Ich glaube, wir müssen nämlich ran. Aber dreht jetzt weg, der fliegt weg, oder? Fliegt Ja, ab. ist kalt gegangen, ja.
ich drehe mal ein bisschen hinterher. Ich bin jetzt auf 035 Kurs. Ja. Lass ihn mal links weiter rausfliegen. Ach, da müssen wir echt aufpassen mit der Grenze. Ja, vor allem links, ne? Okay, ich dreh mal einen Rechtskreis. Kannst du auch machen. Ich will mal hier bleiben. Und ich funk dir mal an. Ja. Ich gehe rechtes Radio auf 243 manuell. Sedlo, 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 Delta Eco, Ivory Eagle. You have been intercepted by NATO fighter aircraft. You are ordered to slow down, turn north heading 360 to leave Georgian airspace. Hast du mitbekommen? Ja, ja. Er scheint nicht beeindruckt. Dreh nochmal einen harten Linkskreis, damit er uns nicht abhaut und wir haben von den Beobachtern. Wir haben noch genug Platz nach Norden. Ja. Er kurft auf uns ein. Der hält doch voll auf unsere Luftraum zu. Ich würde sagen, ist er schon drüber oder ist er noch hinter der anderen Grenze? Weiß ich nicht. Ob die da einen Knick macht, keine Ahnung. Aber der dreht auf jeden Fall nicht nach Norden. Ne, der geht Richtung Süden. Ja. Ich gebe mal ein bisschen Gas, dass wir da hinterher kommen. Ja. Aber einmal kurz voll drauf. Wieder runter vom Gas. Versuchen wir die 400 Knoten zu halten. Dreh ein bisschen weit über links. Dann ich gehe eher auf Abfangkurs. Okay. Dann gehe ich 180. Ja. Okay, dann gehe ich nochmal ein bisschen mehr Gas, dass wir aufschließen. Ja. Autopilot ist raus, wir müssen ein bisschen hoch. Links und rechts? Jo, ich drehe hart ein. Können wir ein bisschen Geschwindigkeit rausziehen. Okay, kannst du es übernehmen? Aber sicher. Ich hab grad verkackt. Nein, also ganz. Magic,
Magic, code 5-1, splash AN-26. Magic, copy, splash 1. We advise Russian fighters north. Russian fighters north. Okay. Ich bin tief. Aus dem Norden kommen MiG-29. Ja. Zwei. Okay, 20 Meilen nur noch. Drehst du über links rein oder bist du jetzt hin? Ich bin quasi im selben Flugkurs von eben. Ich drehe über Lisa rein, ja. Okay, ich bin hinter dir. Hab die MiG? Dann Feuer frei. Ich glaube, wir haben Feuerfreigabe. Welche hast du? Ach, die eine? Eine. Das eine? Okay. Fox One. Schießt. Auf Loft hast du, ne? Ja. Schießt auch einer rein, Fox One. Ja, muss hier so ein bisschen F-Pole betreiben. Er dreht nach links weg. Ja. Da ist noch was hinter. Ich drehe wieder ein und verpasse ihm noch eine. Jetzt, weil kalt ist. Okay, das. Ja. Wir sind kurz vor der Grenze, aber ist egal jetzt. Und Fox One. Ja, der andere Kondensler auf 11 Uhr tief, jetzt ist noch ein Gegner. Der muss aber jetzt arbeiten gegen das Ding. Splash, okay. Der fliegt aber noch ziemlich beeindruckend, wenn du mich fragst. Ich mach wieder Höhe. Wir müssen zurück in unseren Luftraum. Ja. Ich dreh ab. Ich auch. Könnte sein, dass wir tief noch einen dran haben. Nichts drauf. Ich habe das, war eben auf dem Datalink und ich habe den Contrail verschwinden sehen. Ich denke, der ist nach den... Okay. Habe ich jetzt nicht gesehen. Code 5-1, Roger, direct waypoint 5. Okay. Wie sollen wir zurück? Ja,